Was geht so, liebe Leute? Willkommen zurück zu Let's Play Pokémon X und Y featuring Crush40Freak89. Wir befinden uns in, ja, den, das steht hier ausgeschildert, den Nuovaria-Wald. Nachdem wir den letzten Part damit verbracht haben, jede Menge Pokémon zu fangen, sowohl von Route 2 als auch vom Nuovaria-Wald, treffen wir uns hier jetzt mit unseren Freunden. Was haben die uns wohl zu sehen? Was? Ich hab's gar nicht gelesen, hallo. Was ist mit dir? Wenn Pokémon geschwächt ist, solltest du ihnen einen Trank geben. Es ist mir wohl klar wie Kloßbrühe. Was ist mit dir? Willst du mit mir kämpfen? Durchkämpft man mehr über seinen Pokémon. Der Kleine hat mich zu einem Pokémon-Kampf herausgefordert. Ich nehme natürlich an. Den Namen der Ganzen habe ich ja schon vergessen. Ich glaube, der weibliche Spielcharakter hieß ja Serena. Oh Gott, Pummel. Ich habe mich von der letzten Pummel-Epidemie im letzten Part noch nicht ganz erholt. Lass mich bitte bloß fliehen. Ich hoffe nur, dass der Bildschirm dieses Mal nicht ganz so viel zu klein dargestellt ist, weil schon mal vorgekommen, dass die Texte teilweise ein bisschen nur drei Viertel zu sehen waren. In den letzten Parts ist mir aufgefallen, nachdem ich ja jetzt die ersten beiden Parts bearbeitet habe und den ersten Part bereits hochlade, ist mir leider aufgefallen, dass die Texte ein bisschen blöd ausgesehen haben auf der Cam. Das muss ich jetzt überprüfen, hier gibt es einen weiteren Pokémon-Kampf. Warte mal eben, Lotzi, da, ich hab da drüben was gesehen. Was ist? Was hast du gemerkt? Sieh mal, was ich gefunden habe, Lotzi, das schenke ich dir. Ich liebe ihre Rätsel und deshalb schaue ich mir immer das ganz genau an. Ein Paraheader, vielen Dank. Ach ja, vielleicht sollten wir sie ansprechen, falls unsere Pokémon geheilt werden sollen. Ja, bitte, heil mein Team. Danke. Der ist wahrscheinlich ein Trainer. Jupp. Los, Pummel, auf in den Kampf! Mann, Pummel! Verschub mich bitte damit. Teenager Jill. Oder Gil, nein, Chill. Muss man schon Chill aussprechen. Und LP Storm darf nun ran. mein erster Starter aus der 6. Generation. Es beherrscht da jetzt eine neue Attacke, Walzer. Eine Gesteinsattacke, ne? Gegen Käfer wohl genau das Richtige. Bams. Gar nicht mal so schlecht für den Anfang. Die Animationen sind ja wirklich genial im Vergleich zu den damaligen Editionen. Ja, toll. Ah ja, klar, dass die Attacke daneben geht. Das liebe ich ja auch so. Ah, was ist jetzt? So. Aber man merkt, wenn die Animationen stattfinden, dann treffen natürlich die Attacken, ist klar. So, der nächste Gegner kann gleich kommen. Dartiri. Jetzt kommt Dartiri. Das haben wir auch im letzten Part gefangen, als ein Ersatzteammitglied eingesetzt. Es hat hohe Initiative, ist mir aufgefallen. Bams. So. Und Walzer, wenn es ein zweites Mal trifft, dann wird es natürlich doppelt so stark. Je öfter es trifft, desto stärker wird er die Attacke. Wir haben zwar verloren, aber trotzdem vielen Dank, Pummel. Wenigstens können wir jetzt die Texte auch in Ruhe durchlesen und manuell überspringen. Weil es war damals in den letzten Generationen wirklich scheiße geregelt, also in der 4., 5. Generation, dass die Texte von selber verschwinden, bevor man es überhaupt zu Ende lesen konnte. Ich bin immer zu schnell, wenn dein Team eins soll. Was? Was ist da mit den Texten los? Das kann ich gar nicht lesen, aber ihr könnt es bestimmt, weil ihr könnt ja wenigstens das Video pausieren. Ich kann das gar nicht. So. Ich hoffe nur, bei euch ist jetzt nicht so dunkel eingestellt, weil wie vielleicht euch aufgefallen ist, ich habe die Helligkeit ein bisschen runtergestellt. Naja, hoffentlich ist es jetzt nicht zu viel. Das ist auch wieder so eine Art Testpart. Ich hoffe, es ist in Ordnung, so wie es jetzt aussieht. So, was ist mit dir? Ey, jetzt! Was wollt ihr denn schon wieder? Oh, ein Hornlio! Das ist mal wieder was Neues. Weil wir haben ja bereits schon über 10 Pokémon gefangen. Ich glaube, ihr gesehen haben und die. Ich hoffe, der Tackle tötet es nicht bei Level 2. Ui! Gut, genau richtig.
Ah ja, gleich sehr effektiv. Ich möchte mal wissen, wie das Gift dargestellt wird oder die ganzen anderen Statusveränderungen. Wahrscheinlich werden die beim Pokémon generell zu sehen sein, wie es dabei leidet. So. Dieses Hondio kassieren wir natürlich auch gleich ein. Und ich habe wieder was vergessen. Ich habe vergessen, den Klingelton abzustellen bei meinem Handy. Kurzen Augenblick, ich schalte es mal schnell aus. Okay, sorry Leute. Es war nur Werbung. Hornio. Das Raupe-Pokémon. Sein Giftstach ist gefährlich. Sein hellleuchtender Körper soll Feinde abschrecken. Das ist mir auch schon klar. So. Damit haben wir auch noch ein Hornio einkassiert, weil wir haben da jede Menge Pokémon aus anderen Generationen schon einkassieren können, wie zum Beispiel auch die ganzen Max, also die drei Elementaffen, Vegimax, Sodamax und Grillmax. Welche Tänzer wären wohl am besten für eine Tanzgruppe mit Pokémon? Ja, der ist ein richtiger Tänzer-Fan, obwohl man ihn das gar nicht ansieht. Und schon wieder ein Hornio. Irgendwie hat sich der Ton anders angehört. Weil, ich meine, der Ruf jetzt gerade. Weil in den Editionen haben sie immer einen spezifischen Ruf, sie sagen nicht Hornio oder was auch immer. Sondern direkt, oder... Ich wollte es nur mal so darstellen. Da hinten sehen wir jemanden. Ist das vielleicht Serena? Und da kommt schon ein Sodamax. Ich hab's ja schon gesagt, den letzten Part haben wir da. Die ganzen Max sind wir da diesen ganzen Max, also diesen ganzen Elementaffen begegnet. So, besiegen wir das gleich und holen uns auch die Erfahrungspunkte. Für Level 9. Ich bin mal gespannt, wann wir überhaupt auch auf die erste Arena treffen, weil lange ist es nicht mehr in... Ah ja, das ist Serena. Hast du Pokébälle dabei? Was? Hier, für dich. Oh, ich bekomme von dir einen Pokéball, danke. So, der nächste Trainer, oder? Ja, das ist wohl die Göre. Also die Göre aus der sechsten Generation. Ich hoffe, dein Team hat keine Angst vor Unwetter, denn gleich hackert es Blitze. Wieso setzt sie Elektro-Pokémon ein? Göre Luis, ja, total. Eindeutig eine Göre, das wollte ich sagen. Pikachu! Und es hat tatsächlich einen Pikachu-Ruf, ich fass es nicht. Wie geil ist das denn? Wohl wahrscheinlich Pikachu-exklusiv, wenn es ein Raichu wird, dann sagt es bestimmt nicht Raichu. Wie geil das doch ist. Mann, ein Original-Pikachu-Ruf. Normalerweise gibt es so etwas nicht. Haha, das ist das nicht episch. Na, ich meine, es ist nur eine Kleinigkeit, aber solche kleinen Details, oder wie sagt man so schön, die kleinen Dinge des Lebens können schon große Veränderungen machen. Es sind auch die kleinen Dinge der, ich weiß nicht mehr, wie man genau dazu sagt. Und natürlich muss Statik wirken. Baker. Wow, gleich so viele Erfahrungspunkte für ein Level Up. What the F, 120 von einem Pikachu. Oder liegt es daran, dass es ein weiterentwickeltes Pokémon ist, weshalb so viele Erfahrungspunkte gibt? Putzblitz, dein Team ist echt stark. Danke. So ein Pikachu findet man nicht alle Tage. Ich finde, da habe ich einen Lob verdient. Allerdings. Ich weiß nicht, ob man ein Pikachu auch noch in diesem Wald findet. Ich sollte aber jetzt mal das Pokémon wieder auswechseln. Ich meine, es ist zwar nur Ersatzteammitglied, aber nur auf meinen Starter zu bauen ist auch nicht gerade die beste Taktik, möchte ich meinen. Außerdem kommt ja schon bald ein weiteres Teammitglied, und zwar ein weiterer Starter, weil
Wir wollen ja noch den Professor einen Besuch abstatten. Dazu müssten wir aber auch erstmal den Wald durchqueren hier. Und dann können wir, wenn es wirklich so stimmt, können wir uns einen Starter aus der ersten Generation holen. Darauf freue ich mich schon riesig. Es wäre echt episch, wenn es wirklich so wäre. Ja, ich weiß. Oh, das ist ganz viel Pokémon. Ja, und wovor steht die jetzt eigentlich da? Jederzeit überall ging. Wie auch, gegen wen auch immer. Das ist das Tolle an Pokémon kämpfen. Naja. Göre. Mieze. Mann, hätte ich eine Flugattacke, dann hätte Dartini wirklich einen enormen Vorteil gerade. So, Bams. Kriegst du eins aufs Maul. Ich hoffe nur, es wird jetzt nicht vergiftet. So, jetzt machen wir erstmal hier ein paar Pokémon-Kämpfe glatt. Ich meine, ich müsste mich auch entschuldigen, dass die letzten beiden Parts nur so spät rauskamen, aber es hätte auch schneller gehen können, wenn ich meinen neuen PC bekomme, aber den bekomme ich leider dieses Wochenende nicht. Skoppel? Was ist das denn? Ist es diese Hase? Tatsächlich. Also wie schon gesagt, mein PC habe ich eigentlich schon bezahlt und den hätte ich eigentlich schon letzte Woche, hätte ich gleich am nächsten Tag daraufhin bekommen sollen, aber die ganze Woche über ist er nicht gekommen. Anscheinend Lieferprobleme, weil das Gehäuse soll durch den Zoll nicht gekommen sein und weil sie bauen ihn ja frisch zusammen. Das heißt wohl, dass ich noch mehr kämpfen und meine Pokémon noch mehr trainieren muss. Ja, die hat eine Begeisterung für Kämpfe. Hinterher ist man immer schlauer. Ich hätte während unseres Kampfes einfach Tränke benutzen sollen. Bitte nicht, weil solche Trainer gehen mir wirklich am, ihr wisst schon, wo vorbei. Besonders die Arena-Leiter und die ganzen Top-4-Mitglieder machen das immer. Jetzt, komm, ich will, dass du meine Pokémon heilst. Ja, wie schon gesagt, das Gehäuse ist nicht durch den Zoll gekommen. Sie bauen ihn da für mich frisch zusammen. Und ja, ich habe zuerst gedacht, das dauert vielleicht ein, zwei Tage länger. Aber stattdessen dauert es die ganze Woche länger und ich kann es jetzt höchstens am Montag abholen. Ich hoffe aber wirklich, dass es dann endlich auch dann sofort da ist. Ich habe schon so lange darauf gewartet, auf dieses Ding, vor dem so eine extrem starke Leistung, wie es hat. Ich sage nur, Intercore i5-Prozessor der vierten Generation mit bis zu 3,6 GHz, 12 GB Arbeitsspeicher, 120 GB SSD. SSDD heißt das so, nennt man diese Übertragungsrate? Ich weiß nicht. Okay, jetzt kommen wir erstmal weiter durch den Wald und es kommt anscheinend eine Sequenz. Du bist als Erste hier angekommen. Sieht so aus, als hätte mein Nachbar das Zeug zum Pokémon-Trainer. Die Bewegungen von Pokémon sind einmalig. Ich würde gern meinen Dance-Moves einbauen. Tieno, du bist viel zu ein Fanat in die Bewegung von Pokémon. Okay, alle sind hier. Auf nach Novaria City. Novaria City. Das ist also die nächste Stadt, ja. Also 120 GB SSD. Die, oder wie auch immer das bezeichnet wird, die Übertragungsrate auf jeden Fall 120 GB. Also extrem schnelle Übertragung und GTX-Grafikkarte mit 2 GB. Ja, da bekommt man schon Leistung pur. Da werde ich keine Aufnahmeprobleme mehr haben, weil ich in hoher Qualität aufzeichnen kann und auch meine DS-Aufnahmen werden ohne Probleme ablaufen. So ist das. Okay, Leute, ich muss jetzt kurz mal cutten, denn ich muss mal jetzt meinen Part überprüfen, ob der schon angekommen ist und ob auch alles in Ordnung ist und auch den zweiten Part gleich hochladen, weil der müsste auch schon fertig gerendert sein. Bis gleich. Okay, scheint alles in Ordnung zu sein. Mit dem Part hat alles geklappt. Also er ist ohne Probleme oben und ich hoffe, ihr werdet Spaß damit haben. Weil dieser Part kommt ja jetzt, den ich gerade spiele, erst morgen. So, jetzt geht es auf zu dieser nächsten Stadt, Novaria City oder wie auch immer. Route 3, Uvertweg. Sag doch mal, was habt ihr denn jetzt alles so vor? Na, ich werde mich auf die Suche nach Pokémon begeben, ist doch klar. Immerhin hat uns der Professor darum gebeten. Alle Pokémon haben einen Lieblingsort. Mit anderen Worten, auf Routen kann man völlig andere Pokémon treffen als in den Wäldern.
Andere Pokémon benutzen dann sicher auch nur ihr Attacken, was? Ich will verschiedenes Bewegungen sehen. Was ist mit dir, Sirena? Ich werde schauen, ob ich gegen die Arena-Leiterin von Nova City bestehen kann. Novaria City, oh mein Gott, das ist ein bisschen schwierig auszusprechen, die neuen Städte. Und da gibt es tatsächlich die erste Arena-Leiterin. Wenn man gegen den Arena-Leiter antritt, kann man abschätzen, was man als Trainer so taugt. Du weißt nicht gut Bescheid. Meine Mutter und mein Vater haben mir eben eine Menge beigebracht. Ich habe übrigens auch etwas für euch. Hier, das ist eine Art Expeditionshandbuch. Ein Expeditionshandbuch? So, Moment, ich muss mal schauen, dass das Bild schön in der Mitte bleibt. So. Da drin habe ich die 10 wichtigsten Tipps für Pokémon-Trainer festgehalten. Yep, du bekommst auch eins. Danke. Abenteuerfibel. Wenn euch mal irgendetwas unklar ist, dann werft einfach einen Blick in das Handbuch. Dankeschön. Cool, danke. Ich will erst mal versuchen, dich ein bisschen besser kennenzulernen, Froxy. Und was willst du machen, Lordzy? Ja, falls du es noch nicht wisst, das ist gerade mein Spitzname. Lordzy, oh mein Gott. Das ist wieder so eine Surferstelle. Aber die neue Umgebung kann auch ein bisschen verwirren, weil sie irgendwie so umfangreicher wirkt, als könnte man noch weitaus mehr begehen, als es eigentlich sein soll. Zum Beispiel könnte man meinen, man könnte schon an diesem Busch vorbeigehen, aber das geht leider nicht. Das sieht man nicht sofort. Jeder Attack. Das Pokémon hat sogenannte AP oder auch Angriffspunkte. Fällt dieser Wert bei einem Attack auf 0, kann das Pokémon sie nicht mehr ausführen. Aber ein Besuch im Pokémon Center genügt, um den Wert aller Attacken wieder aufzufüllen. Ich bin es. Ja. Ich werde auch mal die Stadt heimsuchen und vor allem den Professor müsste ich dann auch treffen. Wenn die BKB in das Pokémon auf. Also deine Kraftpunkte stark. Gesucht sind, solltest du mit Schleus im Pokémon Center aufsuchen. Vielleicht schaust du da besser mal dort vorbei, Lordzy. Ja, ist schon klar. So, der nächste Trainer, oder? Diesmal ein ganz Junge. Meine Mama sagt immer, einen Gruß muss man einen Kampf erwidern. Das ist jetzt ein Schuljunge, oder? Vorschüler, zack. Eine neue Trainerart. Oder hatten wir schon mal einen Vorschüler? Nee, hatten wir eigentlich nicht. Yeah. Also die Pokémon-Musik, die ist wirklich eindeutig geiler als in den letzten Teilen bisher. So, das Raupi haben wir mal ganz leicht gebasht. Ist ja auch nur Level 2. Lame. Oh, Azuril. Das ist wieder was ganz anderes. Bloß gut, dass es keine Wasserattacken beherrscht, aber was rede ich denn da? Daratiri ist auch noch kein Feuer-Pokémon. Es wird es wahrscheinlich erst ab seiner Entwicklung. Ich habe auch davon erfahren. So, es herrscht schon eine Wasserattacke. Bam. Aber es kann zum Glück so gut wie keinen Schaden anrichten, weil Azuril, es ist ja komisch, aber war. Als Azuril ist es vorher noch ein Normal-Pokémon statt ein Wasser-Pokémon. So wie seine Weiterentwicklung eigentlich ausschließen sollte. Meine Mama sagt immer, in die Lager muss man mit Fassung tragen. Genau das tue ich auch. So ist es. Deine Mutter hat immer recht. Ich spiele jetzt mit meinem Pokémon. Ganz egal, was meine Mama sagt. Ja, dann viel Glück dem. Viel Spaß damit. So, was haben wir hier? Ein Bidizau. Oh Gott. Naja. Eins ist wenigstens gut. Es sind nicht bloß die neuen Pokémon drin, sondern auch welche aus alten Generationen. Wenn man bedenkt, dass früher bis hin zur vierten Generation noch keine Pokémon aus anderen Regionen verfügbar waren. Oder eher bis zur dritten Generation, sondern nur Pokémon der aktuellen Generation und man erst ab dem nationalen Pokédex auch andere Pokémon findet, also nach der Top 4. Das ist schon echt krass gewesen. Und jetzt, seit neuestem, fügt man jetzt wirklich Pokémon aus allen Generationen hinzu, damit auch diejenigen, die mit den alten Generationen aufgewachsen sind, etwas besser einsteigen können. Weil wenn so manche die neuen Pokémon nicht wollen, können sie immer noch auf die alten Pokémon umsteigen als Teammitglieder. Das ist dann denen selber überlassen. Bidiza, das Dickmaus-Pokémon. Es knabbert ständig an Holz und Stein, um seine Vorderzähne zu kürzen. Es nistet am Wasser. So ein echter Biber. Ich könnte den Spitznamen Biber geben, aber
Wie schon gesagt, Spitznamen im Augenblick nicht, bevor ihr euch nicht alle gemeldet habt. So, und das wird dann erst ab Part 7 darauf reagieren. Da werde ich erst ab Part 7 darauf reagieren. Ich habe eine Ahnung von Kämpfen, deshalb überlasse ich allen kleinen Pizzen. Was bist denn du für eine? Vorschulin Elke. Und ich hätte die Stimme ein bisschen anders rausholen sollen. Auwe, Pichu. Das dürfte ein bisschen Probleme geben. Naja, obwohl. So übel wird's auch nicht, weil... Bams. Oh, gleich down gekriegt. Und ohne Statik? Yes. Da, Tiere rockt. Hast du etwa Sandoran Pizza? Ja, hat es. Das schon Vorschüler Pokémon bekommen? Ich sag am besten Viola die Arena von Nova. Von Nova. Mario City, wie man kämpft. Viola ist total gut in Kämpfen. Ist auch klar, die ist Arena-Leiterin. Das sind die speziellen Profitrainer. Und da bohrt ein Nachbar die ganze Zeit jetzt bei mir rum, aber soll mich nicht stellen, weil so laut ist es ja nicht. Ich glaube, das ist irgendwo 2 Stockwerke über mir. So hört sich das jedenfalls an. Jetzt können wir uns mal hier noch umgucken, ob wir noch ein paar andere wilde Pokémon finden. Vor dem Trainer finden wir mir jetzt genug, bevor wir in die Stadt gehen können. Alter, Dummiesel! Alter, was kriegt man hier noch alles? Es wäre schön, wenn ich auch ein Riolo finden könnte. Riolo, das wäre es. Weil Lucario würde ich auf jeden Fall wieder ins Team nehmen wollen. Oder ein Lavita wäre auch episch geil, aber... Lavita, boah, das dürfte schwierig werden, ob sie das wirklich einführen würden. Weil ich habe noch nie im Let's Play ein Despotar im Team verwendet. Uiuiui. Es wäre aber echt geil, wenn ich eines hier finden würde in den ersten Städten, also in den ersten Orten oder vielleicht während des Spiels. Ein Drachen-Pokémon würde ich auch begrüßen irgendwann. Und natürlich ein Feen-Pokémon. Dummiesel wurde gecatcht, also gefangen. Und 103 Erfahrungspunkte, what the F? So viel bringt das, Dummiesel. Das wäre also ein perfektes Trainingsopfer. Und Schnabel, endlich mal eine Flugattacke. Also für Anfänger ist es genau das richtige Trainingsopfer. Dummiesel, das Schlange-Pokémon. Es kriegt sich mit seinem Schweif in die Erde und baut ein labyrinthartiges Netz. Es kann kaum fliegen. Ich weiß auch nicht, in der Serie konnte es kurz fliegen, aber auch nicht allzu sehr. Da gab es auch so einen Wettbewerb mit diesen Dummieseln und dabei hat ein Raupi, glaube ich, sich für einen Dummiesel gehalten und wollte selber an diesem Wettbewerb teilnehmen, nur konnte es mit den Dummieseln irgendwie nicht mithalten. Wer war das denn jetzt? Da hat es jemand ganz schön eilig gehabt. Und du? Das ist auch eine Trainerin. Wollen wir zusammen die Pokémon studieren? Ist das jetzt eine Schülerin? Ja, Schülerin René. Ich weiß nicht, wie man das aussprechen soll. Weil der Name klingt alles andere als weiblich. Und ich sollte mein Pokémon wieder austauschen, weil jetzt hat es genau denselben Level erreicht wie Igamaru. Und Igamaru sollte ich eher schon den Vorzug überlassen, da nämlich Dariti hier ein Ersatzteammitglied ist. Und sobald ich das Pokémon Center erreiche, werde ich natürlich alle meine anderen Pokémon wegtun. Und die Box. Wird auch Zeit. Weil ich muss auch etwas Platz schaffen demnächst für mein nächstes Teammitglied. Und zwar für den Starter aus der ersten Generation. Ich hoffe, den bekomme ich noch vor dem Arena-Kampf. Das wäre auf jeden Fall episch, weil... Ja, die Nachricht ist an dich gerichtet, Toshiro. Keine Sorge. Du kommst noch zu deinem Namen. So. Bidiza ist auch wieder down. Und die Schülerin ist auch da. Mich allein bringen es eben nicht auf die Erfahrung, kommt's an. So ist es. Ich fange am besten nochmal ganz von vorne in der Trainschule an. Das musst du ja gar nicht. So, ach ja, das kennen wir auch schon. Einfach da bei diesen Abhängen hier können wir uns runterhüpfen lassen, aber rauf kommen wir da nicht mehr. So. Das könnte auch ein Zerschneiderbus sein. Gefährliche Dorn versperren den Weg. Ein Pokémon könnte es vielleicht zerschneiden. Genau. Hier war der Zerschneider vonnöten.
Ich wollte gerade sagen, da unten ist ein Item, aber da komme ich ja nicht ran. So, erstmals tauschen wir mal ganz schnell die Pokémon. Das seht ihr jetzt gerade nicht. So, ist das Bild auch in der Mitte? Ja. Sorry. Mann, den Husten werde ich echt schnell nur schwer los. Ich sollte mir bald Hustentabletten besorgen. Bist du auch eine Trainerin? Ich war in meinem Pokémon-Center, um mein Pokébälle zu kaufen. Nein, also nicht. Oh, aber der. Oh, das ist ein Er? Das kann ich jetzt nicht genau erkennen. Pokémon-Attacken, je öfter man sie ansetzt, desto besser versteht man sie. Ist es ein Schüler? Ja, das ist ein Er. Schüler York. Mal wieder aussieht. Dieser Gesichtsausdruck, meine Fresse, ist dieser gechillte. So, er fängt mit Wegimark an. Wir haben ja auch in den letzten Part diese ganzen Max gefunden, also diese Elementaffen im Wald. Ich weiß nicht mehr, wie die Stadt heißt, die was wir aufsuchen werden. Mann. Das kann noch eine Weile dauern, bevor ich endlich die Namen auswendig kenne. So, komm schon, Walzer, triff noch einmal. Ja, natürlich, dann gerade. Gerade dann, wenn ich es brauche, treffe ich wieder nicht. Ist wieder mal sowas von typisch. Was ist das für eine Attacke? Das sehe ich nicht genau. Aber das wird dir nichts bringen, wenn Walzer noch einmal trifft, ist es doppelt so stark. Bams, bams, bams. So, das letzte Pokémon ist wahrscheinlich Sodamark, darauf würde ich wetten. Nein, nicht wechseln. So, ist es Sodamark? Ich wusste es doch, Mann. Komm schon, Walzer. Walzer ist nieder. Yes. Sodamark ist wieder down. Und damit Level 11. Yes! Biss! Das ist doch voll der Überbiss! Komm, vergess mal Heuler, die Attacke ist wirklich unnütz. Bin mal gespannt, wie das animiert aussieht. Wow, die Attacken eben hat ganz schön reingehauen. Ich muss ja wirklich noch unterscheiden können bei den Geschlechtern, bei den ganzen Trainern. Je nach Ziel fällt eine Attacke schon mal unterschiedlich stark aus. Das ist wohl klar wie Kloßbrühe. Das ist mir ja schon seit Generation 1 klar. Pikachu! Ich fass es nicht! Hahaha, episch! Probieren wir mal Biss! Und. Warte! Nein, nicht besiegen! Scheiße, das ist wahrscheinlich ziemlich selten gewesen. Ach, man. Das war jetzt so ein Glückstreffer und den muss ich natürlich versemmeln. Aber es ist wieder mal typisch ich. Ich wollte nur gerade gucken, ob ich eh aufnehme normal. So, was kommt denn jetzt? Vielleicht noch ein... Nein, Bidiza, schade. Ich glaube, Pikachu hat sich das erste Mal... Ach, verdammte Kacke, dass ich das so versemmeln musste. Ich und mein Pech. Ich versuche es noch zu finden, vielleicht kriege ich es doch noch. Da würde ich jetzt lieber Tackle einsetzen, das ist ja noch schwächer. Oh, jetzt finden wir endlich mal das Koppel. Wie viel Level? Oh, Level 3. Ich riskiere es und setze Tackle ein. Aber wahrscheinlich wird es sofort... Ja, dann gehen. Ich wusste es doch. Verdammte Kacke nochmal. Ah, shit. Okay, ich wechsle mal wieder zu... zu Dartiri. Weil das hat weniger Angriffskraft und müsste jetzt die kinderischen Pokémon... leichter schwächen können und nicht gleich besiegen, wollte ich gerade sagen. Ja, und das kann ich dann. Kommt kein Step-Pokémon mehr, die ich vielleicht brauche.
Ja, sorry, jetzt verbringe ich gerade ein paar damit, nach den Pokémon zu suchen. Ich meine, ich will natürlich nicht unbedingt 100% machen, aber ich will schon möglichst viele Pokémon, vor allem den Pikachu könnte ich vielleicht mal im Team brauchen. Wenn es kein gutes anderes Elektro-Pokémon gibt, das mir was bringen könnte, dann... Obwohl, die 6. Generation enthält auch neue Elektro-Pokémon. Enthält die 6. Generation auch für uns neue Überraschungen bereit. Mal schauen. Oh! Das ist zum Beispiel wieder eine Überraschung. Azuril. Aber das ist jetzt ein bisschen blöd, weil da Tiris Attacken sind dieses Mal Stat. Oh, aber es hält trotzdem gut durch. Steckt die Attacke zum Glück locker weg. Und das ist gut, weil du kommst jetzt in meinen Ball rein. Pokéball, los! Und a 1, a 2, a 3, yes! Azuril wurde gecatcht. Yes, man, nice! So. Dann Pokédex, sag doch mal an. Azuril, das gepunktet Pokémon. Es legt sich mit starken Gegnern, indem es einen großen, mit Nährstoff gefüllten Schweif umherschwingt. Verstehe. Okay. So viel mal zu Azuril, aber mir wäre es lieber, wenn ich ein Pikachu kriegen würde. Oder dieses andere Hasen-Pokémon. Alter, wie viel Pokémon denn noch? Langsam wird's echt zu viel. Och nee, jetzt kommt es mit dieser Kackattacke. Schutzschild. Mann. Kann es nur ein Schutzschild einsetzen oder was? Wow. Das war knapp, okay. Perfekt. Also ich habe das Gefühl, ich habe nicht umsonst die ganzen zusätzlichen Pokébälle gekauft, weil... Was zur Hölle? Okay, die Fangquote von diesem Pokémon ist anscheinend einiges höher. Ich habe zuerst gedacht, bei Dummiesel würde das Probleme bereiten, aber hier... Ja, jetzt... Komm schon, das ist doch nicht wahr. Ich habe nicht so viele Pokébälle und die brauche ich vielleicht noch für Pikachu und das andere Pokémon, dessen Namen ich mir einfach nicht merken kann. Ja, Alter, was ist los? Willst du mich verarschen? Komm jetzt, geh da rein! Und bleib da drin. 1, 2, 3, komm. Oh. Meine Fresse, ey. Schon bei solchen Pokémon jetzt solche Probleme? Okay. Bumi, das Beutelwurm-Pokémon. Wenn es im Umhang einen Kampf zerstört, macht es sich schnell, aus dem, was es findet, einen neuen. Also auch aus Stahlbrocken oder aus Geröll oder aus Blättern. Deshalb hat es auch bei seiner Weiterentwicklung die verschiedenen Elemente, wie zum Beispiel Zusatzelemente wie Pflanze, Stahl und Gestein. Ach, Taubsi, du bist gerade unnötig. Aber es überrascht mich trotzdem echt riesig, wie viele verschiedene Pokémon es hier schon gibt in den ersten Routen. Sowas gab es in der Form noch gar nicht. Dummiesel. Also es war ein gutes Erfahrungsopfer, aber... Ach, okay, ja. Nicht Heuler, ich wollte Schnabel einsetzen. Ach, warum benutze ich eigentlich immer das Schiebepad? Das habe ich mir schon so eingewöhnt, dass ich total vergesse, dass ich jetzt auch das Steuerkreuz hier noch verwenden kann. Nicht so wie in den anderen Games, die ich gerade spiele. Und what the F, wie wenig Schaden hat das jetzt gemacht? Au weh. Das gibt's ja wohl nicht. Boah. Oh, scheiße. Nein. Oh, mein Gott. Ich glaube, ich muss fliehen. Nee, das gibt's ja wohl nicht. Ich glaube, ich muss einen Trank einsetzen. Ich hätte nicht gedacht, dass mir diese Dummiesel solche Probleme bereitet, ey. So. Schon geht es Darat hier wieder besser. Aber wie schon gesagt, es überrascht mich voll, dass da so viele Pokémon
verschiedene Pokémon schon auftauchen. Oh, da ist es wieder, Skopel. Gut. Jetzt mal überlegen. Level 3, das dürfte hart werden. Ich schätze mal, ein Tackle tut es doch, oder? Komm, bitte sag mir, dass es den Tackle überlebt. Bitte! Leck mich doch am Arsch! Da finde ich nach hunderten Pokémon endlich mal dieses Skopel wieder und... Oh, ich frage mich, ob es überhaupt eine gute, weiterentwickelte Form hat. Ähnlich wie Haarspielrohr zu Schlappohr. Oh! Da ist es wieder. Aber ich habe leider kein Pokémon, wo ich... Oh, Level 4, das ist schon was, ein ganz anderes Kaliber. Wenn es kein Volltreffer kommt, dann... What the fuck? Dann nützt mir das Level aber auch nichts. Das gibt's ja wohl nicht. Meine Friesen, was soll ich denn hier machen? Erstmal speichern. Alter, so ein CS4 habe ich ja noch nie erlebt. Na, jetzt kommt Daratiri. Daratiri, ich sag schon wieder Daratiri. Daratiri. Ah, krasse Kacke, was soll das? Mann! Jetzt regt es mich schon auf, ey. Dabei sollte das gar nicht der Fall sein. Jetzt muss ich mal ernsthaft vergleichen. Also, Igamaro hat eindeutig mehr Angriffskraft, dafür sind die Attacken, alle Attacken bei Daratiri auf Step. Ich schätze mal, LP-Storm bleibt erstmal vorne, weil es bringt nichts. Muss ich halt versuchen, mit ihm die Pokémon zu schwächen. Wenn es nicht geht, dann geht's halt nicht. Ach komm, Taubsi. Jetzt hatte ich zweimal hintereinander die Chance und habe sie doppelt versemmelt. Das ist wieder mal typisch ich. Boah, krasse Kacke. Wo soll das noch enden? Hatte wieder einen kurzen Ausfall, weil meine Nase immer wieder meine Atemwege verstopft hat. Ja, jetzt nützt mir das Azul auch nichts mehr, Mann. Das wird noch ein langer Part wieder mal. Ach, was soll's. Wisst ihr was? Das findet man wahrscheinlich auch in anderen Orten, oder? Ich versuch's jetzt noch zweimal und wenn ich es bis dahin nicht finde, sowohl Skopel als auch Pikachu, dann gehe ich am besten jetzt in die Stadt, weil das bringt jetzt nichts, wenn ich nur stundenlang mit diesem Part mit sowas verbringe. Vor dem habe ich ja nicht ohnehin nicht vor, 100% abzuschließen und Pikachu und sowohl Pikachu auch aus Skopel werden wahrscheinlich nicht meine Teammitglieder. Vor dem über Skopel weiß ich auch noch so gut wie gar nichts. Okay, ein letzter Versuch noch und dann ist Schluss. Dann verschwinde ich. Aber ernsthaft. Jetzt reicht's mir. Boah. Echt krass. So. Na, kommt ihr Pokémon? Kommt. Komm, put, put, put. Wo seid ihr? Okay. Letzte Chance vorbei. Ich verschwinde hier, mir reicht's. Hoffentlich findet man sie auch in anderen Orten, nicht, dass das exklusiv war. Das weiß ich ja nicht, da ich ja keinen Lösungsweg habe, weil ich habe es ja immer so gemacht, vielleicht habe ich es ja noch nicht erzählt, dass ich gecheatet habe immer. New Ivaria City, da sind wir und da ist das Pokémon Center, hoffentlich. Jawohl. Und da kommt schon unser Freund, jetzt habe ich seinen Namen vergessen. Oh, hallo Lord Sie, möchtest du auch dein Team anlassen? Pokémon Center sind schon was Feines. Wenn du mit der Frau da sprichst, also mit Schwester Joy, halt sie dein Pokémon-Team. Und in dem PC da drüben kannst du gefangene Pokémon lagern. Wenn du viele Pokémon fängst, werden diejenigen, die nicht mehr in dein Team passen, hier auf deinem PC übertragen, nicht wahr? Dort findest du sie dann. Vor der Styler. Übrigens solltest du den Pokémon-Supermarkt in Pokéball und Teug im Vorort kaufen. Die Pokémon-Supermärkte befinden sich im mittleren Bereich der Pokémon-Center. Alles klar. Dann sollte ich gleich mal damit beginnen, meine Pokémon abzulegen. Zwar erstmal Sodamak. Dann Taubsi. Noch Raupi. Und Pummel. Und dafür bleiben jetzt Daratiri und Igamaro noch in meinem Team.
noch. So. Das wär's. Was hast du dazu zu sagen, mein Großer? Pokémon lassen sie leichter fahren, wenn du sie verbalisierst oder in Schlaf versetzt. Der Danceflap. Ja, das hat uns schon mal gesagt. Schwester Joy sieht ja auch wirklich total anders aus. Hallo Trainer, willkommen im Pokémon Center. Wir heilen deine Pokémon, machen sie wieder fit. Sollen wir dein Team fit machen? Komm und heile meine Wunden. Vielen Dank für deine Geduld. Dein Pokémon-Team ist wieder topfit. Hoffentlich kommst du bald wieder. Gerne doch, Schwester Joy. Was macht ihr zwei? Ich will Pikachu, Pika, Pika. Hast du noch mal den Pikachu gesehen? Ich möchte mich unbedingt mit deinen anfreunden. Sorry, hab leider keins gefunden. Hab zwar eins gefunden, konnte es aber nicht fangen. Hinten findest du eine Umkleidekabine, da drin kannst du dein Outfit wechseln. Ach echt? Schau einer an. Gibt es überhaupt schon andere Outfits? Mal sehen, umziehen können wir uns. Wow. Also ist immer noch dasselbe Outfit. Aber das ist cool, dass wir unser Outfit immer ändern können. Aber wo bekommen wir andere Kleidungsstücke? Knöchelsocken. Boah, ey. Nee, also es gibt dabei keine anderen Klamotten, leider. Aber ich finde es wirklich episch, dass man bei einem Trainer auch mal sein Outfit wechseln kann und es sogar während des Kampfes sieht. Diese Neuerung gefällt mir, sowas mag ich an Rollenspielen. Oh, ich glaube, hier kann man Kleidung kaufen. Hört sich auch so an. Hallöchen, schnapp dir ein paar Artikel aus deinem Sortiment und schön. Und entscheide eine Umkleidekabine, welche du gerne kaufen möchtest. Wow. Pokéball-Kappe, was? So viel? Und das sieht irgendwie aus wie eine Kappe von Ash oder von Trainer Rot. Mit Pop-Anstecker. Was haben wir hier? Eine Strickmütze, wahrscheinlich für Wanderer. Eine schwarze Pokéball-Kappe. Das sind alle 800 wert und das ist eine Campingmütze. Man kann also auch das Outfit eines Campers anlegen. Also das kann man nämlich kaufen. Jedes Geschäft hat ein anderes Sortiment. Das ist wohl klar. Also hier gibt es aber nur Hüte zu kaufen. Titan ist Kopfbedeckungen dazu passend an Stecker spezialisiert. Ich kann mich einfach nicht entscheiden, Stecker zu legen oder nicht. Okay, das merke ich mir für die nächste Mal vor. Aber einen Augenblick können wir uns das noch nicht leisten. Und die Musik ist so richtig Country-mäßig. Finde ich aber geil. Oh, krass, da holt man sich so viele wilde Pokémon, da fühlt man sich wie im Paradies. Kann sein. Hallo, was geht so? Hier sollten wir auch auf Professor Platan treffen. Ja, seinen Namen, an seinen Namen nicht, erinnere ich mich noch. Jola, die hiesige Arena-Leiterin ist eine begnadete Fotografin. Wir suchen immer verzweifelt nach Pokémon von Typ Käfer, mit deren Fotos wir die Wände der Arena schmücken können. Pokémon von Typ Käfer? Oh Gott, da bin ich mit Igamaro wieder aufgeschmissen. Kann die Kalos-Region eine ganze Reihe von Orten erlangen? Soll ich dir ein paar wissenswerte Dinge über sie erzählen? Über welchen Orden soll ich dir was erzählen? Nehmen wir mal den Krabbelorden. Krabbelorden, dein bis jetzt kochende Pokémon ist Level 30? Echt schon? Und Wallorden? Level 40, ja okay. Aber die Werte steigern sie nicht mehr, oder? Weil früher haben die Orden ja auch die Pokémon ein bisschen gestärkt. So, was geht hier ab? Hallo. Wenn sich ein Pokémon, das dir sehr ans Herz gewachsen entwickelt, beeinflusst, kommt nicht seine Bindung zu dir. Du und deine Kamera zum Beispiel scheinen auf Wellenlänge zu liegen. Diesen Eindruck habe ich zumindest. Du hast während der Entwicklung ins Knopf erschrickt es und bricht den Vorgang ab. Das ist mein Entwicklungsstopp. Den möchte ich natürlich nicht machen. Ich möchte meine Pokémon schon alle entwickeln lassen, aber wirklich alle.
Na, zumindest die, was ich im Team habe, weil die Übertausch wird wahrscheinlich schwierig, da ich ja Pokémon X zum Beispiel nicht angefasst habe, weil das hier ist die Y-Version, weiß ich schon. Pokémon sind wirklich faszinierende Wesen. Wenn ich den Lehrern und Trainern schon zuhöre, komme ich aus den Staunen gar nicht mehr heraus. Ah ja, in der Trainerschule gibt es ja anscheinend auch. Wer die Wechselwirkung zwischen den Typen gemessert hat, braucht vor starken Gegnern nicht mehr zu verstecken. Wechselwirkung? Ach so. Ja, ich glaube, ich weiß, was sie meint. Tipps für Trainer. Oh Gott, nein. Das Pokémon der Stelle oben links auf der Liste ist denn. Der Liste, der ein Teammitglied einnimmt, wird immer als erstes in Kampf geschickt. Ja, ich weiß, ich weiß. Ich kann man als Trainer Pokémon für ihre harte Arbeit belohnen? Einfach mit Zuneigung. So wie sie es gehört für einen Trainer. Was ist das hier? Unser Getränkeangebot. Kaffee, heiße Schokolade, Limonade. Aber da kommen wir nicht rein, oder? Nee. Kann man sich auch wieder hinsetzen. Hallo, ich möchte was bestellen. Mit einem Cocktail. Hallo, jemand da? Okay, dann gehe ich wieder. Ja, dann guckt man sich noch ein bisschen um. Hier sind noch einige Häuser, in die wir reinlinsen können. Was ist das hier? Oh, das ist noch so ein Café. Das gehört wohl wahrscheinlich dazu. Die oberen Sitzplätze gehören wohl anscheinend dazu. In Tausch halten Pokémons dazu Training geben schnell stärker. Wenn du allerdings nicht genügend Arena uns einnehmen kannst, hören sie nicht auf dich. Wenn wir miteinander Pokémon tauschen, macht das uns zu Bekannten. Hast du eventuell ein Skorpel, das du gegen meinen Porenta tauschen möchtest? Nee. Wie schade, solltest du das ja auch nicht überlegen, weißt du, wo du mich findest. Ich meine, Porenta. Es ist wirklich ein Unverschämtheit, dass Porenta, ausgerechnet Porenta, eines der wenigen Pokémon ist, die man nur durch Tausch erhält und trotzdem so ein schwaches Pokémon ist. Ich meine, wenn es jemand im Team haben will, bitte sehr, aber ich nicht. Nö, never. Na du, das Warnangebot in den Geschäften reißt dich wohl nicht gerade vom Hocker, wie? Dann sieh zu, dass du mehr Arena-Orden bekommst, denn je mehr Orden hast, desto mehr Ticket kannst du in Läden kaufen. Ah, verstehe. Ich glaube, auf das Bett setze ich mich lieber nicht. Okay, cool. Schön zu wissen, wenigstens bekommt man hier auch noch weiterhin Tipps. Weil bevor eure Kommentare mich erreichen, habe ich ja schon weitaus mehr Parts im Voraus aufgenommen. Was ist das hier? Ah ja, die Trainerschule, oder? Ja. Guckt man sich ja nochmal schnell um und dann, hallo, Herr Lehrer. Oh, sieh an, ein neues Gesicht auskennen. Hier ist es für dich. Danke, aber X-Angriffe empfinde ich als eines der unnötigsten Items überhaupt. Und das hier ebenso. Jetzt lasst mich mit der Kack-Items in Ruhe. Ich will nicht unhöflich sein, aber. Die habe ich nicht nötig. In einem Pokémon-Kampf kann es deinen Partner den Hals retten, wenn Trainer jeder Situation das richtige Item parat hast. Ja, aber X-Angriff, Megablock und was für immer für eine Kacke ist für mich nicht das richtige Item. Am Kampf beteiligte Team-Pokémon halt noch. Wenn du ein wildes Pokémon fängst, Erfahrungspunkte, woher ich das weiß, als mein Pokémon ist auf diese Weise mal ein Level aufgestiegen. Ja, das weiß ich auch, das wusste ich auch schon vor kurzem. Was ist mit dem Wechselwirkung und zwischen Typen auf sich an, mit das Wissen? Ich sag's dir, Wasser ist sehr effektiv gegen Feuer, Wolke gegen Schwingpflanze und Wasser zieht Pflanze den Kürzeren. Genau, das war gemeint. Die Differenzen zwischen den Typen. Wie sich hier bereits weißt, kannst du Pokémon-Items zum Tragen geben. Das ist mir auch schon klar. Wollen wir mal die Schulbank drücken? Setz uns mal hin. Achso, nein, da können wir uns hinsetzen. So, drück mal schnell die Schulbank. Okay, die Schule ist aus. Wir können nach Hause. Ach, Attacken werden den Typen zugeteilt. Setzt ein Pokémon eine Attacke, deren Typ zu einem Typ übereinstellt, steigt die Stärke der Attacke. Das nennt man Step. Das weiß ich schon. Ich frage mich überhaupt, ob man den Begriff Step überhaupt auch wirklich bisher immer verwendet hat. Was bist denn du für einer? Auf Roller Skates durch die Gegend, so sah es ein sagenhaftes Gefühl, findest du nicht auch? Aber Moment mal, was in meinen Augen hast du etwa gar keine Roller Skates? Ich sagte was, wenn du mich besiegst, schenke ich dir ein paar. Für mich sind Wettkämpfer nämlich alles, wenn du die Herausforderung an. Jo. So wie beim Kämpfen als auch beim Skaten ist Geschwindigkeit Schlüssel zum Erfolg. Was ist denn das für ein Typ? Ah, das ist eine Roller Skaterin. Ich dachte, es ist ein Skater. Aber das sah so komisch aus. Das ist eine Sie. LOL, Facepalm-Fail. Zickzacks. Zickzacks.
Los, LP Storm! Let's play Storm, es wird Zeit. Ah, Level 7, jetzt werden die Kämpfe schon etwas härter. Setz mal deinen Überbiss ein! Na, die Attacke haut rein. Bams. Und noch einmal, schnapp zu! Das sieht ja fast schon aus, als würde ich Knirsche einsetzen. Yes. Der Kampf war vorbei, bevor ich richtig in Fahrt gekommen bin. Ja, hast du was anderes erwartet? Dafür bekomme ich jetzt Roller Skater. Episch! Wow, ich gebe um. Vielleicht bist du sogar stärker als die Arena-Leiterin. Da will ich mein Versprechen auch halten. Hier, dieses Paar Roller Skates ist für dich. Roller Skates! Warte, ich lese kurz ein paar Zähne aus der Gebrauchsanweisung vor. Das ist Rollenpass. Hier ist Schuh weg. Bewege das Schiebepad, um deine Roller Skates zu schlüpfen. Ab geht die Post. Probier's einfach mal aus. Okay, einfach ein Schiebepad. Weil damit renne ich und hier. Ah, ist das episch! Die Route 22 möchte ich noch nicht gehen. Krasse Kacke, ist das geil. Okay, hier gehen wir erstmal rein in die Arena. Wollen wir da jetzt schon reingehen? Oh, sieht das episch aus hier. Und was ist mit dir? Das ist wieder derjenige, der mir Ratschläge gibt. Sehr gegrüßt, zukünftiger Champ. Wie geht's, wie steht's? Ah, was wird dein erster Arena-Kampf? Was? Bist du aufgeregt? Klopft dein Herz vor Nervosität? Ach was, mach dir keine Sorgen. Alles wird gut, du hast doch ein Pokémon-Team dabei. Und schließlich bist... Ja, dein Team, das kämpft und nicht du. Stimmt's oder habe ich recht? Das ist wohl klar. Wenn Stange runterrutscht, gelangst du zu einer Rennleiterin und einigen anderen Trainern. Aber vorher habe ich noch einen Tipp für dich. Arena kämpfen ausschließlich mit Käfer-Pokémon. Ja, da ist Ikamaru aufgeschmissen, aber zum Glück habe ich ein Flug-Pokémon bei mir. Aber wo zur Hölle ist hier Professor Platan? Ich dachte, hier müsste ich mich mit ihm treffen. Vielleicht gehe ich erstmal hier lang. Was ist mit dir? Hey, du da! Du bist eines der Kinder, die vom Professor Platan Pokémon geschenkt bekommen haben, oder? Denn Ikamaru macht einen aufgeweckten Eindruck auf mich. Warum schaust du Arena vorbei? Mein Schwesterchen will bestimmt über einen Besuch von dir freuen. Schwesterchen? Okay. Aber ich wollte mich nur vorher schnell umgucken, weil mir das gerade aufgefallen ist. Schneller! Ach, ist das episch, dass wir schon sowas verwenden können. So, dann rutschen wir mal die Stange. Geronimo! What the... Boink! Auf dem Spinnennetz. Klar. Wie sollen wir uns hier voranschreiten? Wie sollen wir hier voranschreiten, bitteschön? Wie bewegt man sich hier durch, ey? Oh. Du versuchst dein Glück in der Arena, dann herzlich willkommen. Los, zeig mir deine Pokémon. Ich zeig dir, was ich drauf habe. Teenager Matze. Oh weh. Aber Biss könnte eigentlich... Oh, ach du Scheiße, 10, Level 10. Ich habe auch Walzer, stimmt ja. Und das ist vor allem vierfach effektiv. Bams, Käferflug. Aber das reicht trotzdem nicht für einen One-Hit-KO. Und jetzt setzt es Scheiße verdammt nochmal Superschall ein. Die erste Verwirrung in diesem Let's Play. Und... Ja, natürlich verletzt es sich selber. Komm, greif an. Autsch. Bams. Ja, ist mal gut hier. Wie viele Treffer denn noch? Hey, Alter! Du wirst mir nicht etwa erzählen, dass du 5-mal triffst. Auf einmal. Komm, jetzt greif an. Yes! Bam! Jetzt schon so Adrenalin pur. Also auch klar, es hat Level 10. Aber Ikamaru erreicht zum Glück auch sein nächstes Level. Und der Teenager ist down. Das Tolle an Pokémon-Arena ist, dass man unterschiedliche Pokémon sehen kann. Ich frage mich nur, welchen Level es sich endlich entwickelt. Standardmäßig ab Level 16 oder ab Level 14 oder Level 15 oder Level 18, keine Ahnung. Ein Spinnet-Set aus horizontalen, diagonalen, vertikalen Fäden zusammen. Die Diagonalen haben mir es besonders angetan. Okay. Sollen wir die ganzen Tropfen hier runter lösen? Die ganzen Tautropfen? Okay, jetzt weiß ich wenigstens, wie ich mich hier bewegen muss. Und da wäre schon die Arena-Leiterin, aber vorher... Du hast mir hilflos ausgeliefert, wie ein Insekt, das in ein Spinnnetz verfangen hat. Glaubst auch nur du.
Göremina! Kokuna! Ich hoffe, es setzt keine Attacken ein. Weil Giftattacken... Weil Kokuna müsste Gift, mit Giftstachel arbeiten und Giftattacken könnten mir ganz schön wehtun. Walzerattacke! Nein! Boah, wie ich das hasse! Die Walzerattacke ist so... Scheiße beim Treffen. Bäm! So. Aber wenn es... Oh nein, es setzt Giftstachel ein. Ich wusste es doch. Aber zum Glück keine Vergiftung. Und Walzer trifft erneut. Das wär's. Das Kokuna ist schon mal down. Okay, LP-Storm könnte wirklich einige... Matribi? Ernsthaft? Wenn es jetzt mit der Attacke trifft, dann... Oh, Level 9 habe ich... Ich habe gerade gedacht, es hätte Level 13... Level 3, oh Gott. Komm, jawoll! Ich habe zuerst geglaubt, es wäre Level 3. So, da habe ich mich jetzt verlesen. Einfach unglaublich, wie stark du bist. Du gehst schnell jemanden ins Netz. Naja, so ist es halt. Die Haupttropfen sind beobachten und irgendwas Romantisches. Da ist wohl die Arena-Leiterin, aber... Zu der wollen wir ja noch nicht. Wir wollen ja noch die restlichen Trainer hier bashen, die noch auf uns lauern, wie der Junge hier. Und ich habe vergessen, mich zu heilen. Kiefer-Pokémon entwickeln sich außergewöhnlich schnell weiter. Dafür sind sie aber meist schwächer. Das einzige Kiefer-Pokémon, was gut wäre, ist Garabon zum Beispiel, oder... Was? Was für ein Pokémon? Oh, das muss die weiterentwickelte Form von diesem Wurm sein. Den Namen habe ich auch schon vergessen und Level 10. Kacke. Ich habe ja zum Glück einen Supertrank, den setze ich jetzt lieber gleich ein, weil Igamaro sollte seine volle KP haben bei diesem Kampf. So, mal sehen, welche Attacken setze ich ein. Ach, eh nur Tackle. Kein Problem für mich. Okay. Walzer! Wie gut, dass ich eine Gesteinsattacke kann. Das gleicht ja seinen Typennachteil wieder aus. Ach du Scheiße, das macht aber trotzdem wenig Schaden. Wahrscheinlich hat es hohe Defensive. Komm schon, Walzer, Walzer ist nieder! Yes. Noch ein einziger Angriff, komm jetzt. Das muss jetzt treffen. Bitte sag mir, dass es trifft. Bitte, bitte, bitte. Yes! Bam! Und tschüss, Lutscher, geh sterben. Manchmal hängt das auch ein bisschen vom Glück ab. So, Igamaro erreicht Level 13. 13. Das würde ich schon 30 sagen, oh Gott. So. Durch diesen Kampf hast du dich in ausgewöhnlich schnell weiterentwickelt. Du sagst es. Käfer-Pokémon entwickeln sich so schnell weiter, ich kann da als Trainer einfach nicht mithalten. Naja. Wer könnte das schon? So, jetzt muss ich mal gucken. Wir haben eigentlich schon alle down gemacht? Ernsthaft? Na dann. Dann bleibt nur noch die Arena-Leiterin übrig. Oh mein Gott. Ich sehe schon den Pfad. Jetzt wird mir einiges klar. Jetzt habe ich den Pfad vor Augen. Die Netze, die was dicker sind, die auf denen kann man laufen. Und die, was dünn sind, auf denen eben nicht. So. Boah, das ist sie, die Arena-Leiterin. Vorher werden wir noch schnell speichern zur Sicherheit. Okay, Igamaru. Kannst du es schaffen oder muss... Mann. Der Name entfällt mir immer wieder. Oder muss unser Flugteammitglied rein... Muss unser Flugteammitglied ranhalten. Wir werden es jetzt sehen. Erster Arena-Kampf. Dieser angespannte Gesichtsausdruck. Ist vor dem Kampf. Ja, sehr gut. Genau danach suche ich. Ist es vielleicht sogar das erste Mal, dass du dich gerne in der Arena versuchst? Wäre sehr gut. Die Enttäuschung angesichts der Niederlage eignet sich ebenso als gutes Fotomotiv als die Freude im Augenblick des Sieges. Ja, das wird wirklich sehr gut. Nun, weißt du, was dich jetzt erwartet, denn hier komme ich. Viola! Ich habe den Sieg fest im Blick, so wie mein Fotoapparat ein gutes Motiv im Fokus hat. Klick. Und los, der erste Arena-Kampf. Chris versus Viola. Eine Herausforderung von Arena-Leiterin Viola. Geweih her. Okay, da kann ich sogar Pflanzenattacken einsetzen. Kenne so schlechte Musik? Gefällt mir. Und schon wieder geht die Scheißattacke daneben.
Oder hat es das irgendwie anders abgewehrt? Keine Ahnung. So, komm jetzt. Es arbeitet schnell, aber... Oh! Komm jetzt, triff doch mal. Verdammte Kacke, ey, wie ich das hasse, wenn Walzer mal anscheinend im Moment nicht treffen kann. Oh, hat trotzdem gereicht. So, und wenn die nächste Attacke trifft, ist auch ihr nächstes Pokémon bestimmt down. So. Wilon, was ist das denn? Ist das die Vollentwicklungsstufe von dem Wurm? Ach, du heilige Kacke, das ist ein Smetbo. Was, Plage? Ach du Scheiße, das ist effektiv. Aber es setzt zum Glück weiter ein. Und wenn es jetzt Käferflug ist, ist es vielfach effektiv und es... Down! Yes! Mann, was für Erfahrungspunkte. Vielleicht reicht das sogar noch für ein weiteres Level ab. Nein, nicht ganz. Aber wir haben Viola schnell erledigt. Tante Timmy, ihr wart wirklich unfassbar gut. Ich lobe euch, ich preise euch, ich lobpreise euch. Vielen Dank. 1920, gar nicht schlecht. Wow, du? Nein, ihr. Du und dein Igamaru seid ein tolles Team. Ja, sehr gut. Genau danach suche ich. Bitte, das habt ihr euch verdient. Der erste Orden. Sieht aus wie ein Amulett, wie ein Anhänger. Der Krabbelorden. Mit den Krabbelorden hören alle Pokémon bis Level 3 sich auf dich. Das geht auch für Pokémon, die du in Tausch erhalten hast. Die TM ist ebenfalls für dich als Anerkennung deiner Stärke. TM63 Plage, das ist eine Käferattacke. Mit TMs kannst du in Pokémon Hand und Riemen eine Attacke beibringen. Sie sind mehrmals einsetzbar, was sie zu einem unentbehrlichen Unterziehen macht. Diese TM hier enthält die Attacke Plage, den Gegner für eine Weile davon abhält zu fliehen. Also gut, hinter dem Zelt findest du eine Treppe, die dich sofort wieder nach oben bringt. Dankeschön für den Service. Geil, unser erster Orden. Aber leider ist dieser Part auch extrem lang. Das bitte ich natürlich zu entschuldigen. Was sagt er noch dazu? Oh, sieh mal an, der Krabbelorden. Sehr gut, da wird der Professor dir dein erstes Pokémon anvertraut hat, aber Augen machen, was? Warum lässt du dich ein Pokémon Center erhalten und schaust dann beim seinem Pokémon-Labor in Illuminia vorbei? Immer noch ein weiterer Weg, bevor ich zu ihm stoßen kann. Heilige Kacke. Aber wenigstens kann ich jetzt die Roller Skater einsetzen. Das ist wirklich zu geil. Nein, ich will mich nicht hinsetzen. Aber wann, um Himmels Willen, kann ich mir endlich mal mein zweites Starter-Pokémon holen? Ich hoffe, es hat wenigstens einen höheren Level. Ich möchte endlich Shigi. Ja, ich spoilere es gerne. Ich möchte Shigi haben. Naja, das wird noch ein langer Tag. Egal, vielleicht erleben wir es noch im nächsten Part. Den werden wir nämlich als nächstes bestreiten. Und ich sag schon mal Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Juhu! Ich und meine Roller Skates. Hey, du da! Ist eines der Kinder, den Professor Platan Pokémon geschenkt bekommen hat? Oh, das ist der Krabbel und gegen Viola zu gewinnen ist kein Kinderspiel. Aber was sind meine Manieren? Ich habe mich ja noch gar nicht vorgestellt. Mein Name ist Alba. Ich bin die große Schwester von Viola, der Ehrenhalterin. Von Beruf bin ich Journalistin. Deshalb hat sie also ihren Faible für Foto... für das Fotografieren. Hier, das ist eine kleine Aufmerksamkeit für mein Zeichen unserer Freundschaft. Der EP-Teiler. Okay. Jetzt schon? Aber geil. Wenn ein EP-Teiler anschaut, ist Edson. Kampf jedes Pokémon dein Team Erfahrungspunkte. Nee, nein, 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 nicht schon wieder. Genauso wie in der allerersten Generation. Das ist doch echt kacke, nicht das. Alles nur nicht das. Oh mein Gott. Haben sie das tatsächlich wieder eingeführt? Da muss ich aber als Kritiker ausüben. Ich meine, vielleicht manche von euch mögen das vielleicht, aber ich nicht. Das war das Einzige, was mich in der ersten Generation so angekotzt hat. Ich meine, zum Glück kann man das hier jetzt abschalten. Wenn du mich brauchst, kannst du mich jederzeit beim Illumina Verlag besuchen kommen. Ist das überhaupt in diese gibt ist in dieser Richtung überhaupt Illumina? Wahrscheinlich. Das hier ist Route 4. Mit einem Labyrinth, oh Gottes Willen, ja. Okay, wie schon gesagt, Daumen hoch, wenn es gefallen hat. Und ich hoffe, ihr seid dann wieder beim nächsten Part dabei, weil der ist eh schon lang genug. Seid gespannt und schaltet wieder ein. Euer Crash40Freak89. Danke fürs Gucken. Wir sehen uns. Auf Wiedersehen und tschüss, Leute.